Grüß euch, ich bin der Hans Niedermeyer, Harfenlehrer der Musikschule Inzell. Jetzt sind wir auch schon da. Möchte ich heute kurz den Harfenraum der Musikschule zeigen, wo dann auch der wöchentliche Harfenunterricht stattfinden wird. Ja, jetzt sind wir auch schon da. Und ihr seht schon, im Hintergrund einige Instrumente und da steht auch schon die Harfe bereit für den Unterricht. Und so schaut eben dieses ehemalige Klassenzimmer da aus. Ja, zunächst die Frage, wie lernt man Harfe spielen? Zuerst mal lernt man mit Daumen und Zeigefinger zum Zupfen in beide Hände. Dadurch entstehen erste Lieder. Als nächstes nimmt man dann schon alle Finger in beide Hände her, wodurch man schon ganz anspruchsvolle Stücke spielen kann. Wenn man dann mal einige Jahre Harfe spielt, dann merkt man den großen Vorteil, dass die Harfe nicht nur ein Begleitinstrument ist, sondern man kann mit der rechten Hand Melodie spielen und mit der linken Hand die Begleitung. Insofern hat man ein Instrument, mit dem man alles machen kann. Der nächste Vorteil ist, dass man wirklich alle Musikstile spielen kann. Und ich möchte euch einen kurzen Querschnitt sagen, dass das schon in der Barockzeit losgeht mit Bach und dann über die Klassik bis zur Moderne. Wir starten mit Bach. Oder genauso gut kann man Volksmusik spielen. Zu Zeiten Mozarts hat es auch schon die Harfe gegeben und da ist klassische Musik entstanden. Moderne gibt es Harfenstücke, die sehr cool klingen. Genau. Wenn dir die Harfe gefällt und du Interesse dafür hast, dann melde dich doch einfach in der Musikschule Inzell. Und erkundige dich noch einen Schnupperunterricht, also Probeunterricht für Harfe bei mir, Hans Niedermeyer, und dann machen wir uns einfach einen Termin aus. Ich freue mich auf euch.